Siehst du, was ich hier mache? Man muss dagegen klopfen, damit sich die Querstreben ausrichten. Mit dem Holzwerkzeug muss man ganz leicht dagegen klopfen und sie richtig positionieren. Du klopfst auf eine Seite und dann auf die andere, abwechselnd. So, dann richtet sich das aus. Am Ufer des großen Flusses leben die letzten Indianer Kanadas. Der alte Mann würde seinem Enkel gern zeigen, wie man ein Kanu baut. Er ist im richtigen Alter, bei den Innu vom St. Lorenzstrom. Aber die Zivilisation hat auch hier alles verändert. Schieb von der anderen Seite. Los, schieb. Mir tun die Beine weh. Ich fühle mich nicht wohl. Das tut mir weh. Dir tun die Beine weh? Kannst du sie nicht bewegen? Gut, dann warte. Ich lass dich raus. Uashtesiu bleibt am Ufer sitzen. Großvater Louis fährt alleine raus. Etwas traurig ist der alte Mann schon, aber er wird seinem Enkel etwas anderes zeigen von der Tradition der Innu-Nation. Jetzt mit den Jungen ist vieles anders. Sie sind vom Weg ihrer Großväter und ihrer Väter abgekommen. Ich denke, die Jungen muss man mitnehmen, in den Wald für eine Woche, zwei Wochen. Vielleicht kommen sie dann auf andere Gedanken als hier im Reservat. Da sehen sie mal was anderes. Und im Wald ist es auch anders. Im Wald ist es ruhig. Da gibt es kein Fernsehen, kein Telefon. Großvater Louis lebt noch immer im Einklang mit dem Wald, dem Fluss, der Natur. Wie die Innu früher hier in diesem Gebiet, das sie Ekuanishi nennen. Das bedeutet, auf den Ort achten, an dem du dich befindest. Uashtesiu will das alles auch gerne tun. Hauptsache, es ist nicht allzu anstrengend. Kein Kanu, keine stille Spurensuche im Wald. Alle Jungen hier drehen lieber eine Runde nach der anderen mit dem Quad. Sie leben im Mangan-Reservat, wo ihre Großeltern in den 60er Jahren zwangsweise angesiedelt wurden. 80% der Jugendlichen hier sind fettleibig. Doch den Fluss lieben sie noch heute, wenn endlich Sommer ist. Wenn man baden kann, wird alles leichter. Nur dauern die schönen Tage im Norden von Kanada nicht sehr lange. Wir sind in unseren Reservaten eingesperrt. Manchmal fühle ich mich wie eine Maus in der Falle. Es sind Ferien. Es ist schön, fast heiß. Heute sind es 15 Grad. Aber keiner lächelt an dem kleinen Strand. Immer mehr Jugendliche nehmen Drogen. Hattest du schon Probleme damit? Ja. Weil ich nichts zu tun hatte. Da habe ich dann Drogen genommen. Speed, Kokain, Opiate. Bei den meisten Völkern der First Nations haben die Drogen verheerende Folgen. In den Lokalnachrichten ist der Überdruss am Leben ständig Thema. Vier Jugendliche der Shamatawa, einem Ureinwohnervolk im Nordosten der Provinz, haben sich innerhalb von 6 Wochen das Leben genommen. Andere fürchtet, die Gemeinde könnten ihrem Beispiel folgen. Seit den 60er Jahren hat der Bundesstaat alles Mögliche versucht. Strafen, Erziehung, medizinische Betreuung. Aber vergebens. Die Selbstmordrate unter den jungen Ureinwohnern Kanadas ist erschreckend hoch. 5-mal höher als der nationale Durchschnitt. Im Gesundheitszentrum von Mangan ist die Angst vor Selbstmordversuchen Alltag. Besonders im Sommer. Da gibt es mehr Drogen, die Tage sind länger, es herrscht mehr Langeweile.
Da haben wir manchmal noch mehr als sonst. Einmal waren es zwei knapp hintereinander. So etwas kommt halt vor. Man muss immer darauf gefasst sein, das habe ich den Teams gesagt. Man weiß nie, wann eine Welle uns trifft, morgen oder in einigen Wochen. Aber darauf gefasst sein muss man immer. Eine andere Lösung kommt von dort, am Ende der großen Straße, wo der Fluss noch jung ist, aus Montreal. Dieser Lastwagen transportiert ein mobiles Filmstudio. Zum vierten Mal kommt der Verein Wapikoni für einen Monat nach Mangin. Ort und Gebräuche kennt die Projektleiterin Julie Sarrazin gut. Wir gehen besonders zu den Institutionen im Dorf und sagen den verschiedenen Stellen, was wir hier tun. Und fragen, ob sie Teilnehmer vorschlagen können, die es rumerzählen. Wir wollen auch vermitteln, dass wir für die Gemeinschaft wirklich ein Tool sind. Für einige ist das vielleicht die Gelegenheit, positive Verbindungen zu knüpfen und ihre Kreativität auszudrücken. Das Ziel von Wapikoni ist, den Jugendlichen in den Reservaten die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichten mit eigenen Worten zu erzählen, sich Gehör zu verschaffen, auch für ihre Träume. Das Filmmobil ist in Mangin das Ereignis des Sommers. Alle wollen die jungen Städter mit ihren Kameras wieder treffen. Hallo, ich bin Felix. Wie heißt du? Jan-Even. Ich heiße Robby. Und da, in den Bänken, steckt unser ganzes Material. Kameras, Tonangeln, Objektive und vieles andere. Julie liebt diese Momente des Kennenlernens, die Wapikoni helfen, seinen Auftrag zu erfüllen. Den Ureinwohnern überall in Kanada weltweit eine Stimme zu geben, das ist das große Ziel von Wapikoni, eben mit Hilfe von Musik und Film. Das hat auch eine ganz konkrete Seite im Bereich Sucht- oder Selbstmordprävention, etwa bei Schulabbruch oder in Verbrechensprävention. Filmproduktion ist Teamarbeit, anders geht es nicht. Da muss man zusammenarbeiten, sich selbst vertrauen und auch anderen. Selbstvertrauen hat Cynthia. Dieses Jahr will sie das Filmmobil wirklich nutzen. Sie weiß genau, was sie will. Deine Telefonnummer? Wenn wir ausbilden, rufe ich dich an. Du willst also Schnitt und dann? Ein Video machen. Ein Video? Weißt du schon was? Ja. Ah, cool. Ich habe schon eine Idee. Welche denn? Willst du davon erzählen? Ich will von meinem Vater erzählen, von seiner Arbeit, Lachse. Cynthia ist bereit. Und auch Wapikoni ist dafür da, ihr alles zu erklären und zu organisieren, was sie beim Filmen braucht. Wenn ich mich nicht irre, willst du mit dem Film auch deinen Vater besser kennenlernen, ja? Ja. Das ist es. Das ist der beste Grund, Filme zu machen. Jemand oder ein bestimmtes Thema besser kennenzulernen. Schreib das auf. Für mich ist das an unserem Gespräch das Wichtigste. Es ist lange her, dass die Innu als alleinige Herrscher auf den Ort Acht gaben, dort, wo sie sich aufhielten, wo dieses Land die Seelen ihres Clans schützte. Geachtete Oberhäupter oder intakte Familien gibt es heute so gut wie keine mehr. Cynthias Leben plätschert so dahin zwischen Fernsehen und Smartphone. Ihr Vater ist oft nicht da wegen der Arbeit. Dann sind da noch die alten Schmerzen seit der Kindheit, schwer zu beschreiben. Ich hatte dunkle Gedanken, das sage ich ganz offen. Ich hatte schon die Abschiedsbriefe geschrieben. Als ich noch jung war, hatte auch ich dunkle Gedanken. Ich habe Drogen genommen. In unserer Familie herrschte Gewalt. Meine Eltern kamen aus dem Internat. Auch sie erlebten in den Internaten, in die man sie gesteckt hatte, viel Gewalt. Dank der Infoworkshops weiß ich seit kurzem, dass meine Traurigkeit daherkommt. Diese kirchlichen Internate sind die eigentliche Ursache für das Leid der Innu.
Um die Urvölker zur Anpassung zu zwingen, entrissen die Weißen tausende eingeborenen Kinder ihren Eltern. Bis Ende der 80er Jahre wollten sie dort alles Indianische in den Kindern ausmerzen. Sie durften ihre Sprache nicht mehr sprechen und wurden misshandelt. All den Schrecken und all das Leid, das Cynthias Großeltern widerfuhr, gaben sie ihren Nachfahren weiter. Auch dafür ist das Filmmobil gekommen. Um die tiefen Wunden zu erkennen und um verletzte Familien zu heilen. Unsere Erwartungen sind nicht, ob auch jeder kommt oder keiner. Wie der Lebensrhythmus der Gemeinde aussieht, das wissen wir nicht. Aber ich weiß, dass Sie das Wapikoni kennen und dass in der Gemeinde auch noch einige Filmideen keimen. Aber gut, irgendwie muss man die Leute schon zusammentrommeln. Kommst du für den Schnitt zum Mobil? Ja. Gut, das ist dann jetzt. Nach und nach beginnen die Workshops im Lastwagen. Aber sag ihm, er soll das Mikro so nah wie möglich an die Mädchen halten. Du musst es kontrollieren. Sobald du die Tonangel siehst, sagst du Mikro im Bild. Das ist auf dem Rechner. Du hast viele Bild- und Tonaufnahmen. Die sind wie Blöcke und daraus musst du dann eine Story basteln. Hast du Lust darauf? Sobald die Kamera läuft, muss auch der Ton laufen. Erst dann beginnt unsere Figur zu sprechen. Am 12. morgens? Okay, das klappt. Ja, am 12. morgens, genau. In einem Monat können nur 5 oder 6 Filme produziert werden. Cynthia ist eine der glücklichen Auserwählten. Sie will ihre Mutter bei ihrem Abenteuer mit dabei haben. Dann, beim Regie-Workshop, müssen wir wirklich gemeinsam mit dir entscheiden. Du sagst uns, was alles auf dem Bildschirm soll, aber wir werden entscheiden, welches Bild wir wann im Film sehen, in welcher Reihenfolge und warum. Dann erstellen wir mit dir eine Liste aller Einstellungen, die wir filmen müssen und die du im Film sehen willst. Und dann können wir dir sicher auch noch einiges vorschlagen. Alle Jugendlichen aus dem Reservat sind willkommen. Die Betreuer suchen ihnen eine passende Aufgabe. Es ist nicht nur eine technische Herausforderung. Sie müssen die jungen Leute auch begeistern, denn viele sind es nicht gewohnt, sich zu konzentrieren. Man sieht die ganzen Akteure, man sieht Daphne, man sieht Julie. Wenn wir also auch die anderen Einstellungen verwenden. Also denkt daran, wenn ihr eure eigene kleine Bildstory erstellt. Geht es, Gab? Ist das etwa langweilig? Manchmal dient das Mobil auch als Zuflucht. Heute Abend geht Gabrielle erst als Letzter. Mit ihrer guten Laune ist Janice von Anfang an überall mit dabei. Ihr erster Film, Chipou, vor 2 Jahren, machte sie hier in der Gegend zu so etwas wie einem Star. Vor unserer Ankunft in diesem Land hatten unsere Vorfahren das unermesslich große Gebiet Nitassinan durchwandert. Im Rhythmus der Jahreszeiten zogen die Innu von Ort zu Ort. Im Sommer sammelten sie sich immer in Equanichi. Wir dachten nicht, dass wir so viel erreichen würden. Mit unserem Film Chipou konnten wir reisen. Wir kamen bis zur UNO, zu den Vereinigten Nationen, weil unser Film bei einem Filmfestival, dem Plural Plus, einen Preis gewonnen hat. Damit konnten wir reisen und er kam auch bei anderen Festivals in die Auswahl. Wir wollten eine Botschaft rüberbringen, unsere Wasserläufe schützen, besonders vor den Menschen. Mit all diesen Wasserkraftwerken an den Staudämmen, den gestauten Flüssen, das war eine unserer Sorgen. Und dann diese Botschaft zu übermitteln, dass wir auch noch da sind und wir in dem Land leben. Im Sucher der Kamera hat Janice ihr Land neu entdeckt. Und wie wichtig es ist,
darauf Acht zu geben. Früher war ihre Verbundenheit mit dem Volk der Innu etwas diffus, verschwommen, verlor sich mit der Zeit. Es ist dieses Gefühl, das diese jungen Innu bei einem Rockkonzert spontan zum Tanzen verführt. Im Kreis, wie ihre Vorfahren, unter sich. Vielleicht ist das ihre Art, sich zu schützen. Keine Indianertrommeln und Flöten, dafür aber Elektrogitarren und Drums. Rock ist eine universelle Sprache. Wir sind alle aus Mangan. Er hier heißt Moïse. Wir haben niemals Musik studiert. Alles learning by doing. Und Rock drückt genau das aus, was die Indianer Amerikas nach den Jahrhunderten der Kolonisierung noch immer schmerzt. Wir schlagen uns nicht, wir sind ein friedliches Volk. Wir haben uns immer verteidigt, auch heute noch. Wir verteidigen unsere Kultur und unsere Identität. Die Art, wie Kanada das anerkennt, ist nicht richtig. Als ersten Schritt muss die Regierung alle ihre Fehler zugeben. Das trägt zu unserer Heilung bei. Keiner weiß, wie schlecht es den Innu innerlich geht. Heute Abend ist das Konzert nicht bei Ihnen zu Hause, sondern im Nachbardorf, außerhalb des Reservats, 10 Kilometer von Mangon entfernt. Die Zeiten ändern sich. Die Ureinwohner und die Nachfahren der Siedler lernen, nebeneinander zu leben. Shanice und ihre Freunde haben kein Problem damit, hierher zu kommen. So ein Festival ist eine tolle Gelegenheit, sich noch öfter zu treffen und mehr miteinander zu tun zu haben. Wir haben jeder unsere Kultur, sie ihre, wir unsere. Aber die Mischung macht daraus einen schönen Abend. Heute beginnt das, in aller Ruhe, ganz langsam. Aber allmählich wird das. Am Morgen darauf kommen die Kleinen als Erste ins mobile Studio. Sie zeichnen, spielen und lernen auf Französisch. Das da ist schwarz. Nein, das ist blau, sieh doch mal. Nein, das ist kein Blau. Wie die Größeren. Wie Shanice, die in Quebec studiert hat. Nichts gegen Französisch, aber das reicht ihr nicht. Ihr wird klar, dass etwas gerade am Verschwinden ist. In Mangon sprechen immer weniger noch Innu. Das inspirierte sie zu einem neuen Film. Drehort soll bei den Frauen der Familie sein. Shanice will sich für den Erhalt ihrer Sprache und ihrer Zivilisation einsetzen. Das ist eine mündliche Tradition. Aber das zu filmen, kann den Jugendlichen zeigen, was wir gemacht haben. Mit sowas lässt sich eine Sprache hervorragend am Leben erhalten. Alles, was wir aufnehmen, Videos, Bilder, bleibt in unserem Gedächtnis. Und da drin bleibt es auch. Wir Älteren haben viel mehr Worte, um das Territorium zu beschreiben. Ihr und die Jüngeren müsst hier viel mehr um Worte ringen oder auch nur sie auszusprechen. Ihr müsstet viel mehr Innu sprechen. Wie viele der Älteren kennt ihre Großtante Agathe noch die Internate der Weißen, wo es galt, alles Indianische auszumerzen, das tief im Inneren der Kinder schlummerte, und ihnen die Sprache zu nehmen. Agathe aber hat nie aufgehört, Innu zu sprechen. Shanices neuer Film gefällt ihr wie eine süße Rache. Der Film hilft mir sehr bei meinem Vorsatz, auch selbst kein Französisch mehr zu sprechen, sondern wieder meine eigene Sprache. Wie ich schon zu Agathe sagte, es wäre gut, wenn wir nur noch in unserer Sprache schrieben. Da gibt es diese Seite, du sollst dich anpassen, das Moderne, du musst leben, hast deine Arbeit, dein Studium, aber da ist auch deine Tradition und die darfst du nicht vergessen.
ein anderer Film, der von Cynthia. Endlich hat sie mit ihrem Vater Roland gedreht, dem großen Abwesenden ihrer Kindheit, mit dem, der kaum spricht. Er hat sie nie richtig kommen sehen hinter ihrer Kamera, aber jetzt, wo sie da ist, erzählt er ihr, was er besonders liebt. Manchmal wirken Filme Wunder. Ach ja, die da. Das ist die allerschönste. Das hat mir mein Ur-Urgroßvater gezeigt. So einen Knoten. Wir haben hier schon mal Cynthia und ihren Vater beim Fischen gefilmt und dann beim Schnitt gemerkt, dass noch eine Einstellung fehlte. Und noch ein kleines Wunder. Urstessio ist von seinem Quad abgestiegen. Cynthia meint, sie will Aufnahmen vom Wasserfall, dann von den Bäumen, dann von den Felsen. Perfekt. Die Bilder von Urstessio werden in Cynthias Film vorkommen. Dem Film, in dem sie ihren Vater kennenlernte. Heute Abend zeigen sie ihn der ganzen Gemeinde. Natürlich ist auch ihr Vater da. Zurückhaltend, aber tief berührt. Das Abenteuer mit dem Wapikoni-Studio geht für dieses Jahr zu Ende. Im Kinosaal sind sie alle glücklich und auch stolz. Will jemand von den Älteren etwas sagen? Irgendjemand? Jeder ist herzlich willkommen. Und Großvater Louis hat verstanden, dass Filmemachen vielleicht nicht weniger nützlich ist wie Kanus bauen. Guten Tag zusammen. Wenn ich den Jungen so beim Filmen zusehe, da sollten sie, denke ich, doch allmählich mal drüber nachdenken, wer sie eigentlich sind. Die Jugendlichen haben Talent. Ich finde, das ist fun. Die nehmen das sehr ernst. Die Filmerei spricht sie an. Das fand ich wirklich sehr gut. Ich finde es berührend, dass Jugendliche sich noch für was anderes interessieren. Film, Schnitt und all das. Ich bin auf meine kleine Gemeinde wirklich stolz. Wapikoni blieb einen Monat lang in Mangon und hatte alle Hände voll zu tun. Im Gesundheitszentrum blieb es ruhig. Keine Dramen, keine Selbstmorde. Ein schöner Sommer. Die Innu von Mangon haben sich ihre Geschichte wieder angeeignet. Vielleicht wird der Winter weniger hart.